Aber ich glaube 100, 300, nee, was, 400, 250, weil da könnte man die letzten 5 km/h auch nochmal ausreizen. Warte mal, ich würde das eigentlich gern mal. Hier einfach mal für den Abschnitt machen. Das ist eine Anweisung vom Technologiekaiser, dass die Züge halt auch die 5 km/h noch ausfahren auf der Strecke. Schön hier am Meer lang. Mehrne sind 5 km/h mehr. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Tja, und dann hier durch das Gebirge. Das wird lustig. Hier ist erstmal eine Industrie im Weg, aber wir müssen eh noch ein Stück runter. Ist ein Fluss, den kann man glaube ich mal untertunneln. Ah, ich glaube, da muss ich noch ein Stück runter, glaube ich. Dann sollte es besser passen. Stans vorbei und Emmeln. Lugano, da ist natürlich jetzt die Frage, ne? Kann man hier eine Brücke drüber bauen? Wie weit wäre denn das? Ja gut, ich würde die Brücke maximal. Guck mal, das ist doch schon, ja, das leert doch schon so ein. Das Stück. Das ist ja wieder für gemacht, komischerweise. Und dann baue ich aber hier so vorbei. Das Gebirge, das wird jetzt spannend. Beziehungsweise ob man Stans irgendwie. Da muss ich ja aufpassen, dass ich den hier nicht zu viel planiere in Stans, weil dann fänzen die ja rum. Na gut, theoretisch könnte ich mich hier so oben durch, parallel zum Fluss, hier rüber, durch das Gebirge und dann komme ich dort rum. Jetzt sage, wie gesagt, zu nah an Stans will ich da jetzt auch nicht vorbei. Ich zum Beispiel sage so. Dann drehen wir uns ja parallel zu dem Fluss ein. Muss gucken, wie man das mit der S-Bahn-Linie macht. Wahrscheinlich muss ich dann hier noch einen Platz frei halten und das so machen. Dann könnte man nämlich außen dann die S-Bahn-Strecke ranflanschen.
Wobei natürlich die Frage ist, wenn man eh an Stans vorbeikommt, ob man da nicht auch gleich einen Fernbahn halt einrichtet. Na gut, das kann man ja sich später nochmal überlegen. Ich baue erstmal nach Appenzell weiter. Einfach, dass man dann so eine schöne lange Bahnstrecke in Betrieb nehmen kann. So, jetzt hier rüber. Aus Hochwasserschutzgründen muss die Brücke ein bisschen länger sein. Nee, das ist keine gute Idee, das so zu machen. Zack. Ja, hier ist natürlich der Fluss jetzt so blöd. Weg. So, genau, jetzt kommen wir auf das Gebirge. Das tunneln wir mal hier. Ich hier wieder gucken muss, wie man dann an der Stelle. Da wird sich schon was finden. Könnte ja hier auch zur Not eine Brücke drüber bauen. So, naja, jetzt wird es hier spannend. Wie macht man das jetzt? Direkt hier hoch? Oder wie? Schleife bauen, irgendwas Neckisches, wo man noch ein kleines Feature mit drin hat. Einfach nur einen Tunnel durchbauen, das ist mir irgendwie zu billig, sag ich mal. Müssen wir es auch noch umrüsten. Achso, die Weiche, was haben wir hier gemacht? Ist da die Weiche mit drin? So, jetzt. Ja, das ist wieder ein Funkturm im Weg. Auch wenn die ein bisschen eng aussieht, aber hier so direkt aus dem Bahnhof im Stadtgebiet sind die ja jetzt eh noch nicht so schnell unterwegs. Die Züge. So, wie gesagt, einen Tunnel zu bauen ist mir ein bisschen zu billig. Eigentlich müsste man sich hier so durch das Tal schlängeln, was sich hier so andeutet. Und dann hier so an der Bergflanke zurück. Ist zwar ein riesen Umweg. Ah, ich könnte auch hier oben lang und dann so eine Kurve machen.
hier wäre ein Tunnel akzeptabel, aber als hier unten nicht. Sag ich mal, das heißt, ich würde vielleicht schon ein Stück den Berg hochbauen wollen. Die Leute wollen ja auch was zu sehen haben auf der Bahnstrecke und nicht einfach durch den Tunnel. Ein paar Berge, ein bisschen Schnee, bedeckte Gipfel. Jetzt hier hochbauen. Hier ist schon so ein bisschen so terrassenförmig. Das bietet sich ja an. Auch wenn man da diesen bekannten Dreierabstand nicht so einhalten kann. Dann machen wir es mal zurück. Wir machen das dann lieber so hier, dass man das ein Stück weiter hinten hat. Planieren wir das noch hoch. Ah, das ist, glaube ich, ein bisschen zu knapp jetzt, um irgendwie hier hochzukommen. Da müsste man so machen. Ja, doch, das geht. Hier jetzt hoch. Jetzt baue ich doch wieder so einen Tunnel, wo ich vorhin noch gesagt habe, na, man könnte das hier so außen rum bauen.